So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Norman dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Ursa Stompy gegen UR Delver. Ja. Interessantes Matchup. Ist ein Matchup, ne? UR Delver hier eigentlich im Nachteil, oder? Boah, das war ja so ein Ursas Echo-Liste. Genau, Ursas Echo-Liste, spielt Chalice. Ja, ja, das ist eigentlich alles nicht geil. Zieht Karten. Ja. Ich meine, alles in allem kann es halt schon mal sein, dass UR Delver halt einfach UR Delvert. Oder dass die der zu viele Counter entgegenwirft. Aber so viele Counter spielt UR Delver ja gar nicht mehr, ne? Ja, 4 Stück. Mainboard. Also in der Liste jetzt. Theoretisch hast du noch ein oder zwei Pyroblasts, die noch spielen. Die habe ich aber nicht drin. Mhm. Jo, Ursa kann Delver halt kriegen mit einer Ursas Saga, ganz klar. Oder halt mit dem, was sie eh machen wollen, Hull Breacher into. Ja. Also die Liste dann halt mit Hull Breacher into Echo. Das stimmt. Und gerade auch im Sideboard, also die Decks spielen ja im Sideboard ziemlich oft auch die Defense Grids. Ja. Die dann nochmal das Matchup um einiges verbessern. Ich weiß nicht, ob die Liste hier Defense Grids drin hatte oder Force of Wills im Sideboard. Ich weiß gerade auch nicht. Aber die Defense Grids sind halt hier auch ziemlich, ziemlich gut. Und mittlerweile echt hübsch in Brothers War. Brothers War waren nicht schon schön. Ja, in Blueprints sind die echt schon. Ja, oh. ja schon hübsch. Okay, jetzt halt die Frage, was UR Delver macht, weil die haben halt auch Wastelands-Counter und einen guten Angriff. Wastelands habe ich jetzt noch nicht auf der Hand gesehen. Fetch und Panda? Brainstorm. Ja, der schwächste Brainstorm im ganzen Spiel. Der für Turn 1, yep. Ist aber tatsächlich gar nicht mal so schlimm, weil, ich sag mal, der Turn 1 Brainstorm ist nur dann schlimm, wenn deine Hand sonst Grütze ist und du eigentlich was weghaben willst. Yep. Von dem, was ich bisher mit der Hand gesehen habe, mit Iteration und Ähnlichem, sucht das Ding jetzt einfach nur gerade ein Land, damit man nächste Runde ein Land spielen kann, into Stuff. Yep. Und also nicht into Iteration, die will man schon später spielen. Aber die Hand sah gut aus. DLC, da ist ein Wasteland, ein Bolt. Ich übersetze jetzt gerade zumindest mal die Länder. Aber da ist kein Fetchland bei. Nee, aber da ist noch, ist noch ein Ponder, glaube ich, drauf. Aber selbst wenn, ist es nicht schlimm, der DRC. Ja, DRC regelt ziemlich schnell durch einen Brainstorm durch, das ist auf jeden Fall richtig. Auf der anderen Seite, Petal. Petal. Da passiert jetzt gerade eine Menge. Ursa-Saga. War da ein Force of Will auf der Hand bei Delver? Ja. Also ich meine, da ist ein Force. Ich frage mich gerade, was die hintere blaue Karte ist. Kann aber auch sein, dass der Brazen ist. Wasteland. Wasteland wäre jetzt natürlich richtig Premium. So, DRC. Dann Wasteland, das ist safe. Das ist ziemlich Premium, weil das ist schon... Oh mein Gott. Ist das jetzt ein... Ist das ein Breacher? Ist das ein Hull Breacher? Ja, das ist ein Hull Breacher. Den kannst du aber resolven lassen. Du hast ja den Bolt. Und ein Tarfeuer. Ja, stimmt. Du hast zwei auf der anderen Seite, der geht jetzt LED in. Aber da hast du Force of Film. Richtig. Kannst du resolven. Wird aber tatsächlich gecountet mit einem Mögnis. Auf der anderen Seite kriegt man jetzt hier einen. Ein Surveil-Trigger. Von Sachen, die man. Die Karte kennt man ja. Und es ist halt die Frage situativ, ob man die drauf lässt oder nicht. Im Prinzip willst du jetzt eigentlich ein Land. Ja, aber ich glaube, das war kein Land, was da drauf ist. Das war das Ponder. Was auch nicht verkehrt wäre. Was auch nicht verkehrt ist, das stimmt. Das Ponder kann durchaus ein Land finden. Ja. Dann Engine Tomb. Chalice of 1. Leicht zu spät, aber immer noch da. Ja, immer noch da, das stimmt. Dann immer noch auf da. Schon mal sehr, sehr gut. Vor allem, wenn das Ponder jetzt oben drauf noch verschimmelt. Das ist kein Ponder. Das ist ein Fetch. Das ist ein Polluter, oder? Ja, ich glaube, das ist ein Fetchland. Ich glaube, es ist ein Fetchland, wenn man seinen eigenen Wasteland hier kennt. Wasteland. Tarfire, Trigger. Trigger, ja, hast du trotzdem Trigger. Genau, Trigger geht ja trotzdem. Richtig. Surveil. Boah, man will hier ein Land. Ja, man will hier ein Land, also man wird wahrscheinlich, wenn dann nur ein Land drauf oben lassen. Ja. Das müsste noch ein 1-1er sein, ja. Ja. Können wir trotzdem verhauen gehen. Klar. Drauf. Immer drauf, die Muli. 17. Dann seien sie dran. Ja, Chalice ist hier schon gut. Hier, das ist so kurz vor der Kante, dass Ursas Stompy halt da jetzt reintippt und einfach gewinnt.
Das ist so knapp an der Kante. Ich weiß halt nicht, wie viele Handkarten er hat. Ich glaube, gerade wurde auch das Force vergessen mit dem allerdings. Da ist eine Bubble, okay. Die macht jetzt tatsächlich Delirium. Wegen dem Tarfeuer. Ja, stimmt. Und es geht ein Delver rein. Es geht ein Delver rein. Das heißt, man hat Safe Delirium. Hm. Heißt, man muss die Bubble noch nicht mal cracken. Aber wie meinst du? Ich würde die cracken. Einfach nur, um die Chance zu haben, Force zu ziehen. Ja. Angriff. 3. Und das muss man halt auch in seinem eigenen Zug machen, weil, naja, ja, sonst man kann es nicht mehr dazu machen, sonst zieht man halt zu spät. Ist auch eine Bubble. Bubble sieht Bubble. Ja, das macht eine Menge. Ne? Bubble, Bubble, Bubble. Bubble, Bubble. Bubble, Bubble, Bubble. Ja, du hast halt noch den Bolt. Dann go, draw. Draw von Bubble. Das ist ein Polluted Delta. Ja. Ursachsager. Das kann gefährlich werden. Das Bubble, 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 Bubble. Ah, was ist diese Handkarte? Das zeigt jetzt eine Karte. Ich will die Karte auch sehen. Hm. Ja, du kriegst Mainboard, kriegst du die Chalice nur mit dem Brazen Borrow weg. Deswegen ist es eigentlich Schwachsinn, gerade die roten Karten auf der Hand verschimmeln zu lassen. Ich glaube, da war ein Wasteland. Oder was? Okay, dann wurde einfach der Gegner hat gescoopt. Hä? Was? Er wusste ja, was da kommt. Ja, aber es war ein Wasteland. Ja, ja. Nimmst die Ursachsage weg, passiert schon wieder nichts. Ja, aber das ist ja so easy, da rauszukommen eigentlich. Ja. Gut, aber je nachdem, wie es gerade auch läuft im Turnier, muss man immer wieder, darf man nie vergessen, das sind keine Einzelspiele, sondern wir nehmen hier ein Turnier auf und ich weiß gar nicht, welche Runde das war. Das war Runde 1. Okay, dann. Das war halt. Ja. Krass. Was da habe ich nicht mit einem Konzept gerechnet, weil theoretisch ist gerade bei Ursachsage noch relativ viel drin, aber es ist halt eine Menge Grind. Man kann natürlich jetzt überlegen, man concedet, gewinnt jetzt eine schnelle Runde ja. Und versucht halt einen Imba-Start hinzulegen und versucht dann den, ja doch, 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 das macht Sinn, den dritten Sieg reinzuholen, weil das hier war halt ein Grindfest. Am Ende schafft man es trotzdem nicht, ja. So. Das ist ein Mox. Ihr Boardingplan bei Ursachsaga, bei Ursa Stompy, wow. Ursa Stompy ist auf jeden Fall mit Ding unterwegs, mit Defense Grids oder Forces und ja. Urdelver auf dem was? Das ist ein Narset. Okay. Das ist ein Meltdown. Genau, also Meltdown ist natürlich schon ziemlich mächtig. Splash of Iteration. Tut aber tatsächlich nicht viel, wo? Wenn sich das überlegt. Macht im Endeffekt nur den Mox kaputt. Ja, aber nimmt damit halt auch das Mana weg, ne? Das ist korrekt. Die Frage, ob man die Minus. Ich würde die nicht mal minusen, denke ich. Ne, kannst du eigentlich nicht machen wegen den Bowls. Okay, da kommt ein Pyroblast. Gutes Top-Deck. Wirklich gutes Top-Deck. Ja, da kannst du halt eigentlich blasten, Feuer frei. Weil der hat eine Handkarte. Delta. Delta. Fetch. Fetch auf Vulk. Ja, aber das ist ein guter Play, dass man hier die Nase. Das ist, also jetzt gerade tut es halt weh, weil. Die eine Karte, die wegbekommt, ist die Blast. Ja, und ich glaube, die Bolts wurden hier wahrscheinlich sogar in einem Matchup rausgenommen. Wahrscheinlich. Dementsprechend kann es passieren, dass man die Runde nimmt. Aber für den Fall, dass nicht, willst du nicht Narset, was eine sehr mächtige Karte ist, gegen Bolts eintauschen, die nicht so mächtig ist. Mhm. Das ist schon besser. Ja, Blast. Da passiert es dann halt. Ja, schon ärgerlich. Das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Du hast sie halt gespielt und nichts daraus bekommen. Und du hast dafür sogar einen Mana overpaid und zwei Petals benutzt. Ja. Oder ein Petal. Ein Petal, glaube ich. Sieht nicht nach einem Mana aus. Oder? Ah, wenn das Land so beiseite liegt, kann es sein, dass es ein Land ist. Ja, ein Land go. Uff. Und dann ist nur noch eine Handkarte drin. Oder? Ja, ist die Frage, was es ist. Wenn das jetzt irgendwie so Ursa ist oder so, dann haben wir halt ein Game. Ja, jetzt wird aber erstmal. Halt, ja, gut. Brainstorm. Okay, Brainstorm. Klar, du ja. Fetchst danach eh wieder. Das ist schon stark. Das ist was ist das denn? Steambands? Oh, das sind die Steambands aus Infinity. Richtig hübsch. Wasteland. Okay.
Über uns drehen sie komplett durch. Bitte ignoriert diese Geräusche. Dankeschön. Jo, dann... Das ist Misty Fetch of Bulk. Und dann, Für null? Für null. Okay. Wofür sollst du overpayen? Ja, das stimmt. Ich meine, dann fliegen da zwei Bubbles. Da ja. Zwei Bubble-Boops. Die eine Bubble sieht eine Handkarte, die andere sieht die Deckkarte. Ja. Dann zieht der halt wieder zwei Karten. Das richtig, das ist halt das Starke an diesen ganzen Artefakt-Decks mit ja. Den ganzen Bubblen. Ist halt richtig ärgerlich, wenn du in dem Moment vergisst. Ja. Die Karte. Jupp. Dann sieht er die Expressive Iteration und obendrauf die Karte. Eine Bubble. Das ja. War eine Bubble. Dann noch in New Border, oder? Ja. Die anderen sind noch nicht da. Noch nicht. Okay, das Spiel ist ja auch schon Monate. Vier Handkarten gegen drei Handkarten ist schon ganz okay. Gerade für Ursa Storm. Fünf Handkarten. Ja, wenn er jetzt tatsächlich was rauskriegen kann. Also du musst halt einfach dafür gehen im Ursa Storm. Du versuchst halt irgendwas zu droppen. Wenn der Gegner halt alle Antworten hat, dann hat er halt alle Antworten. Jo, und Topal. LED. Starker Start. Uff, wenn du jetzt natürlich ein Echo durchbekommst, ne? Das, ja. Ja, das ist auch das Echo. Und dann das Echo. Das ist Force. Du hast jetzt halt alles reingeschmissen. Ja gut, wenn der Rest von der Hand nicht gut war, war das halt der Versuch. Du musst es halt machen. Du musst halt versuchen, reinzurennen. Und anders kann das Deck halt leider nicht viel machen. Aber wenn es dann funktioniert, macht es halt alles platt. Das ist praktisch ein Insta-Win. Jupp. Deswegen. So, was und, haben wir da? Braid, DRC und ein Land. Ja. Spielst du halt ein Land und ein DRC, ne? Machst du ein Draw-Two? Ja, das ist ein Draw-Two. Man kann natürlich auch hängen, kann doch. Okay. So broken. Dann hat man wahrscheinlich das Braid auf die Hand genommen, ja. Ja. Fetch, dann, nimmt man die letzte Karte vom Deck. Und spielt einen DRC. Der ist mittlerweile Delirium. Sobald die Bubble kommt. Stimmt, sobald die Bubble kommt, ist er Delirium. Ja. Land, Instant, Sorcery. Aber keine Creature, kein Artefakt, kein Planeswalker, kein Torfire. Nee. Ja, klar. Das ist jetzt schon gerade Driver Seat tatsächlich ziemlich stark. Ja. Boah. Da war aber auch, wie eben in dem Spiel, halt so richtigen Zeit das Richtige gezogen. Ja, also, Topdecken muss man können. Topdeck kann er, habe ich gehört. Das war ein Fetchland. Die brauchen wir definitiv. Ja. Nee, absolut nicht. Und noch eine Braid und, das sah, glaube ich, auch noch aus wie ein Land. Draw. Ich finde die Hüllen so unglaublich sexy. Die Pink? Sind die halt weiß und was nicht alles. Ja, okay, kannst du haben. Ist ein Braid auf der Hand. Ja, ja halt. plus du hast halt den DRC drin. Das ist ein Opel. Das ist schlecht. Draw 2. Ja. Draw 1. Draw 2. Murky, auch sehr gut. Du greifst halt an. Uff. Ist halt die Frage, wartest du und schmeißt im Endeffekt nächste Runde erstmal End of Turn von seinem Turn die Chalice in den Müll? Nee, ich würde ja einfach auf den Beat-Up-Plan mit dem Murky gehen, glaube ich. Mit dem Braid? Ich glaube, ich würde einfach auf den Beatdown-Plan mit dem Murky gehen. Du kannst halt jetzt auch safe hergehen und kannst, also ein Wasteland, okay. Das Delirium. Einfach reinrennen für drei, Murky spielen, gucken, was übrig ist. Instant kannst du dir alle fressen. Sorcery solltest du eine drin lassen. Dann gib ihm. Drei und ja, dann kannst du... Meine Überlegung wäre jetzt halt, die Chalice End of Turn zu killen, um safe den Pyroblast zu haben, für, den Red Elemental Blast für irgendwas. Okay, macht man halt auch nicht. Ja. Ja, da wird dann auch was gut. Ja, da kommt man noch nicht mit der Plus nee. Der Moxopal on top, das ist vorbei. Ja, krass Schnellspiel.